Hallo meine Freunde, ich bin's mal wieder, euer Hagen Lostep. Heute stehe ich für euch in Kärnten, Niederösterreich, auf der Autobahn mit meinem S500 Lorenzer. Ihr kennt ihn sicherlich von der einen oder anderen Panne, die ich schon in diesem Fahrzeug hatte. Und auch heute hat er sich mal wieder gedacht, 1200 Kilometer von Hamburg entfernt, im Urlaub. An dem Tag, wo ich dachte, ja gut, jetzt ist Wörthersee vorbei, kannst du ja mal noch ein, zwei Tage den Larry machen? Nö, nicht mit mir, Hagen. Wir sorgen jetzt nochmal eben ein bisschen für Content und lassen das Getriebe einfach mal ausfallen. Richtig gehört, Freunde, wir stehen hier, wie gesagt, auf dem Standstreifen. Zum Glück bin ich da nicht noch in den Tunnel reingefahren. Das Auto hat eine 7 G-Tronic. Das Mercedes 7-Gang-Automatik-Schaltgetriebe ist ein bisschen dafür bekannt, dass die elektronische Steuereinheit darin Macken hat. Das sind, glaube ich, dann die Drehzahlsensoren. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, die da ab und zu Probleme machen. Und das sorgt dann dafür, dass der Gang hängen bleibt. Das hatte ich jetzt hier die letzten 20, 30 Kilometer drei, vier Mal gehabt. Motor aus, an, war wieder weg. Und jetzt ist es so, schauen wir mal, den Motor anmache und den Gang einlege, dann hat es gerade geknallt und das Auto ist einfach komplett im ersten Gang hängen geblieben oder im zweiten. Das heißt, ich konnte nur 60 fahren oder so. Deswegen stehe ich auch hier. Wenn ich jetzt das runterdrücke und es knallt, haben wir ein Problem. Ich hatte gehofft, wenn ich hier eine Viertelstunde oder so auf dem Standstreifen strehe, dass sich das da abkühlt und dass es dann irgendwie wieder so funktioniert zumindest. Vorhin war es nämlich so, dass der Motor dann in so einem Notlauf ist, dass quasi die Gänge noch schalten, aber ja, man hat nicht die volle Leistung und so weiter. Dann hätte man aber zumindest noch nach Hause tuckern können mit 140. Jetzt stehen wir hier im ersten Gang. Ich warte nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe und dann versuche ich das nochmal. Ja, jetzt haben wir ein ganz wildes Spiel. Also, neutral ist drin. Rückwärtsgang. Er macht einfach gar nichts. Vorwärtsgang. Ja. Also jetzt ist er irgendwie gerade im siebten Gang oder so hängen geblieben. Das heißt, ich kann mich gar nicht mehr von der Stelle. Mit dem ADAC Auslandsnotrufer. Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Wenn Sie möchten, senden wir Ihnen jetzt kostenlos eine SMS mit dem Link zur Online-Meldung Ihrer Panne, inklusive Standortübermittlung. Durch das Anklicken des Links können je nach Mobilfunkvertrag zusätzliche Kosten für Roaming entstehen. Nee. Sie werden jetzt mit der zuständigen Notrufstation verbunden. Guten Tag, das ist die 299 Mercedes S-Klasse Langversion 500. Und zwar, wenn man von Krumpendorf Richtung Norden fährt, dann eigentlich direkt nach der Auffahrt vor dem ersten Tunnel. Bald haben wir alles durch. Bald haben wir alles durch mit dem Lorry hier. Auf jeden Fall habe ich auf Instagram gerade das Ganze schon in der Story gepostet. Man muss ja wenigstens den Content da mitnehmen, ne? Ihr wisst, wie das ist, Freunde. Ich habe hier, es ist so lost. Ich habe gerade eine Story gemacht, wo ich auf dem Berg war, wo steht, ich glaube, hier bleibe ich. Ein paar Stunden später, das hat der Lorry wohl zu ernst genommen, stehe ich hier. Naja, jedenfalls haben mir schon ein paar Leute geschrieben, wir sind jetzt zum Glück direkt am Wörthersee und dass sie mich einsammeln quasi und mitnehmen könnten. Einer hat geschrieben, er fährt heute nach Osnabrück. Das wäre ja schon mal was, dann würde ich irgendwie Nora bitten oder irgendjemand anders, ob die mich von da einsammeln können. Es ist doch nicht zu... Ja, mein Lieber da draußen vor dem Bildschirm, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt einmal ganz gerne, damit wir dieses Jahr noch die 200.000 knacken und ich den ganzen Spaß hier nicht umsonst durchleiden muss. Die ist eh kaputt, die Stoßstange, du. Da kannst du ruhig runterfahren. Das kommt ja auch noch dazu. Als würde das nicht reichen. So, Männer, ihr müsst jetzt damit leben, dass ihr hier gefilmt werdet. Es ist ja nicht zu fassen, die ganze Situation darf natürlich nicht fehlen auf YouTube. Moin. Moin. Hagen. Max. Hi, Pascal. Max Pascal. Ja, standesgemäß, Freunde, seht ihr, kommt das Taxi in die Heimat hier. Sind das 20er, ne? 20er, jo.
Und ich darf mich hier hin reinquetschen, ne? Ja, genau. Hammer. Seit wie vielen Kilometern? 600-700 Kilometern verstecke ich mich jetzt da hinten. Und die fahren wie die Geisteskranken hier. Mit 260 Scheuchen, die hier diesen Youngtimer über die Autobahn. Es ist doch nicht zu fassen, Leute. Das macht er aber gut. Läuft echt gut, das Teil, ne? Jo, generell, das ist hier ein schönes Schmuckstück rausgesucht da. Das kann man wohl so sagen. Zeig mal auch ruhig mal, wie ich hier drin saß hier. Mal ran. Achso, ja klar. Also ruhig mal zeigen, wie ich hier drin saß. Die ganze Zeit so und dann hier. Und ich habe aber tatsächlich geschlafen sogar, Freunde. Also beim ersten Mal habe ich gepennt, so eine Stunde. Dann bin ich aufgewacht, wie die Jungs mit 260 auf der linken Spur irgendjemand da runter gescheucht haben. Beim zweiten Mal auch irgendwie gebremst und ich bin mit dem Kopf an die Kopfstütze. So, Freunde, 6 Uhr morgens, wir haben es geschafft. Überlebt, hätte ich nicht gedacht. Alter, vielen, vielen Dank nochmal an Max und Pascal, dass sie mich abgeholt haben. Hier, die sind extra auch nochmal eine Stunde zurückgefahren. Ohne die wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. So, jetzt geht es nochmal 2 Stunden mit der Bahn nach Hamburg. Und dann hoffe ich, dass Nora mich da irgendwie beim Hauptbahnhof einsammelt. So, Freunde, da sind wir noch endlich wieder in der Heimat angekommen hier. Schön Hamburg Hauptbahnhof, kein nerviges Bergpanorama mehr im Hintergrund. Die Tauben scheißen einem auf den Kopf. Es ist ja nicht zu fassen. Ich glaube, hier sind auch pünktlich schon die Mädels am Start, oder? Hallo! Hallo! Was geht ab? Na? Was geht ab, Steffi? Wir machen mal auf hier den Kofferraum. Ja. Wo ist Pia? Wo ist Pia gelassen? Hinten. Pia! 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 Ah, scheiß Ram, wir rufen wieder an. Komm her, komm, ich nehme dir das ab. Überanstreng dich nicht, komm. Muss ich hier nochmal raus, du? Ja, Mensch. Also, Bilanz des Wochenendes für mich. Stoßstange vorne zerstört. Getriebe kaputt. Und ich habe meinen Büroschlüssel im Auto vergessen. Das habe ich aber erst festgestellt, nachdem ich den Autoschlüssel im Nachteinwurf des Autohauses eingeschmissen habe. Jetzt ist 8.30 Uhr, ich bin seit 24 Stunden wach und wir brauchen jetzt so ungefähr eine Dreiviertelstunde zu uns in die Firma. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde das Video jetzt noch gleich raushasseln. Ich werde das jetzt schnell schneiden, damit die Leute das in Echtzeit erleben. Ja, 8.44 Uhr sitze ich hier und um 12 Uhr seht ihr das Video, Freunde. Es ist ja nicht zu... Ah, ja, hallo ihr Lieben. Ja, länger nichts gehört. Du, ihr habt mir da ja eure neuen Fläschchen hier zugeschickt mit neuem Design und alles. Und die wollte ich meinen Zuschauern nur nochmal vorstellen. Die sehen ja wirklich schick aus. Habt ihr gut gemacht? Doch, das finde ich aber schon. Also generell muss ich sagen, ihr habt da ja schon tolle Produkte am Markt. Y-Food ist die beste vollwertige Trinkmahlzeit, die ich kenne. Schmeckt super. Hält lange satt, mit gesunden Vitaminen und Mineralstoffen und alles. 10% können die Zuschauer übrigens auch sparen über den Rabattcode in meiner Videobeschreibung. Du, pass auf, jedenfalls weshalb ich hier anrufe. Ihr habt mich doch da letztes Jahr so toll unterstützt, als ich da den Motorschaden hatte bei der weißen S-Klasse, weißt du das noch? Pass auf, nämlich eine ganz lustige Geschichte. Das gleiche Auto hat jetzt nämlich was am Getriebe und da habe ich mir gedacht, wir könnten auch nochmal... Hallo? Hallo? Ja, und jetzt nochmal allen Spaß beiseite, Freunde. Das ist natürlich eine mega loste Aktion schon wieder gewesen, wenn nicht die losteste, die es bisher überhaupt gab. Ich meine, ich muss einfach auch sagen, ich habe dermaßen viel Glück gehabt, dass es direkt beim Wörthersee passiert ist, dass einfach direkt sich just in time Leute gefunden haben, die einfach auch sich bereit noch erklärt haben, mich abzuholen. Sorry, ich bin seit 27 Stunden wach. Und natürlich ist es mega lost. Ein Wochenende, Stoßstange kaputt, Getriebe flutsch, das Auto steht 1200 Kilometer von mir. Aber was soll man machen, Freunde? Was soll man machen? Ich habe gelernt im Leben, man muss immer aus jeder Situation das Beste heraus mitnehmen. Ich hoffe, das nehmt ihr aus diesem Video vielleicht auch ein bisschen mit.
Und mehr bleibt mir an dieser Stelle gar nicht zu sagen. Vielen, vielen Dank euch fürs Anschauen. Vielen Dank für den ganzen Support in den letzten Videos. Ganzen Daumen nach oben. Neuen Abos, die reingeflattert sind. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und das bringt mich hier auch wirklich nach vorne. Und motiviert mich vor allem, die Arbeit fortzusetzen. Und ja, mehr bleibt mir an dieser Stelle gar nicht zu sagen. Ich habe das Video jetzt noch heute Morgen geschnitten, damit ich es heute rausballern kann. Weil ich habe euch ja für morgen die neue Projektvorstellung versprochen. Das, was ich natürlich auch einhalten werde. Von daher, Kuss geht raus, Liebe geht raus. Bis morgen, haut rein, ciao.